gibt es eine Fusion und C17s Auftritt. Das alles und viel mehr in diesem Video. Jo, und was geht, meine Crows da draußen und alle anderen Dragon Ball Fans? Herzlich willkommen. Ja, es ist noch gar nicht so lange her, wo ich mich zuletzt gemeldet hatte in dem Video Team Goku versus Team Jiren. Wir wollen aber jetzt mal ein bisschen zurückkommen, und zwar sind neue Spoiler erschienen von Folge 102 oder Episode 102, wie ihr wollt. Und da gibt es ein schönes Bild, was ich gerade mal im Hintergrund einblenden lasse, was auch übersetzt worden ist von den guten Gogetuff. Eine super Seite, die immer eigentlich sehr brandaktuelle News zu rund um Dragon Ball Super bringt. Und großen Dank an ihm erstmal, dass er das gepostet hat. Und ich habe dann mich gleich mal rangemacht an die Übersetzung. Natürlich ein bisschen wieder mit Google Chrome Übersetzer. Aber man kann herauslesen, dass der Titel zum Beispiel heißt Kraft der Liebe explodiert, Universum 2, magisches Mädchenkämpfer. Wird wahrscheinlich noch ein bisschen umstrukturiert, aber der Inhalt ist natürlich viel wichtiger. Und zwar können wir, wie ich im Titel schon sagte, eine Fusion erwarten. Ja, wir wissen ja, dass die, wie hier steht, die Brian, das ist das gute Mädchen, einmal normal auf der linken Seite und rechts auf der anderen Seite verwandelt. Die kann sich verwandeln, das ist so eine Art wie, naja, man könnte sagen, so Sailor Moon Universum, das ganze Universum 2 ist ja so irgendwie auf Schönheit gemacht, und der Gott der Zerstörung oder die Göttin der Zerstörung ist ja auch wunderschön, ist so eine Art Pharaonen. Die sind ja alle ein bisschen so pharaonenmäßig angehaucht. So, das ist auf alle Fälle Brian. Und die will sich fusionieren mit ihren Teamkollegen, die man hier sehen kann. Die Namen sind Sanka und Su. Und welche von welchen ist, weiß ich nicht. Die können sich jeweils auch verwandeln, so wie natürlich Brienne. Und die will sich fusionieren mit Brienne. Also Brienne will sich fusionieren mit Sanka und Su, so rum. Und daraus würde dann entstehen Ri-Brienne. So können wir den Spoiler lesen. Das Problem ist aber nur in dieser Fusion. Also man könnte sagen, quasi in der Vorbereitung für diese Fusion, man weiß ja nicht genau, wie die abläuft, ob es eine richtige Tanzfusion ist oder ob es, naja, mit Hilfsmittel ist ja nicht erlaubt, also dürfen sie eigentlich keine Hilfsmittel benutzen, also müssten sie rein theoretisch irgend so eine Tanzfusion, Verschmelzungstaktik machen oder Technik machen, aber C17 wird eingreifen in dieser Fusion, damit sie wahrscheinlich verhindert werden kann oder gar nicht zustande kommt. Und wir können hier noch lesen, dass alle aus Universum 2, also die restlichen Kämpfer, es sind ja nicht viele mehr. Wir wissen ja, aus Universum 2 gab es einen Yadra, der ist ja nun schon raus, denn so ein Flugvieh ist auch schon raus. Also so viele sind da gar nicht mehr bei. Aber der Rest davon ist sehr, sehr ärgerlich, auf C17 zu sprechen, und findet unter aller Sau, was er da gemacht hat, warum er sich in der Fusion eingemischt hat. Aber ich meine mal, besser so, nachher ist er denn stärker, als wenn sie zu dritt einzeln kämpfen. Wenn sie sich fusionieren, werden sie wahrscheinlich stärker sein, und eigentlich ist es von C17 sehr clever gemacht, ne? Also Respekt erstmal, aber alle anderen sind sauer auf ihn, und am Ende zu ja noch Goku, er wird C17 beschimpfen, wahrscheinlich warum er diese Aktion gebracht hat und warum er sie nicht entfusionieren lassen hat. So, hier habe ich noch ein Bild, da können wir sehen, die ganzen anderen Teamkollegen, da sind auch die drei bei, ne? Und der Yadra, ganz linken, hinten links im Bild. Und das hier sind zum Beispiel der Engel, der Kaioshin und die Göttin der Zerstörung, wie ich sagte. Der Kaioshin heißt auf alle Fälle Peru, die Göttin heißt Helens und der Engel heißt Sor oder sowas, oder Su, also S-O-U-R, Su. Dann können wir herauslesen, dass also C17 und C18, C18 wird zwar nicht erwähnt, aber ich denke mal, dass C18 nicht irgendwie rausfliegt. Bloß weil sie nicht erwähnt wird. Ich denke mal, die wird noch weiter kämpfen. Was mit den Troopers ist, wissen wir jetzt nicht. Steht leider nicht in den Spoilern, ob die weiter gekämpft haben, ob unser Universum alle rausgeschmissen hat, wissen wir nicht. Kann ich mir auch eigentlich gar nicht vorstellen, dass wirklich alle rausgeflogen sind. Goku sehen wir ja, also der wird ja genannt auf alle Fälle. Ja, so viel zu den Spoilern. Ich möchte jetzt aber noch ein anderes Thema kurz ansprechen, und zwar
hat ja ein Theoretiker gesagt, dass eine Tanzfusion leider nur mit zwei Leuten möglich ist, was eigentlich falsch ist. Also, wenn er richtig recherchiert hätte und sich ein bisschen auskennt würde in Dragon Ball, auch so in Interviews und so, was gegeben wurde über die Laufe der Jahre, dann würde er diese Äußerung nicht sagen und auch nicht behaupten, weil hier haben wir einen kleinen Ausschnitt, habe ich aus dem Bratpfannenberg. Das ist eine coole Seite, die übersetzt meistens sehr detailtreu die Sachen aus dem Japanischen und aus dem Englischen, wenn da irgendwelche Interviews geleakt werden oder sonst dergleichen, sind eigentlich die, die sofort aktuell sind und diese preisgeben auf Deutsch. Und da können wir eine Unterhaltung oder eine Frage-Antwort von Akira sehen. Hier hat nämlich jemand die Frage, kann jedes Paar die Fusion durchführen, wenn die Körpergröße und Kraft der beiden gleich ist? Akira sagt daraufhin, es ist schwer, aber sie können es. Ich denke, dass es unabhängig von den Umständen möglich ist zu verschmelzen. Wenn alles gut geht, ich denke sogar, dass es für eine größere Anzahl an Leuten möglich ist. Das bedeutet, es ist möglich, dass nicht nur zwei, sondern drei, vier, fünf, sechs oder wie sich zehn fusionieren. Somit hat der Theoretiker, den ich seinen Namen aber nicht nennen werde, schlecht recherchiert und hat irgendwas behauptet, was aber nun mal nicht ist. Akira hat uns hiermit, und da habe ich nämlich auch extra den Beweis, nicht, dass wieder einer ankommt, du hast ja keine Beweise und habe ich doch. Hier ist die Aussage von Akira, könnt ihr selber nachprüfen, wie ihr wollt oder mir glauben, wie ihr wollt. Ist mir eigentlich völlig Rille. Wir haben die Aussage von Akira, somit ist eine Fusion, eine Tanzfusion, möglich mit mehreren Menschen. Zweites Beispiel, dass eine Tanzfusion mit mehreren Menschen möglich ist, habe ich auch. Und zwar gibt es das Spiel Fusion. Für alle, die es wahrscheinlich nicht kennen, das ist ein 3DS-Spiel. Kam dieses Jahr eigentlich raus, wird von Bandai vertrieben und ist mit enger Zusammenarbeit mit Akira und Torbe, die zusammen die Entwürfe machen für die Charaktere und die sie fusionieren. In dem Spiel ist es hauptsächlich so, dass man mit allen Menschen oder mit allen Charakteren eine Fusion hermachen kann und es soll wohl angeblich über 600 Fusionen nehmen. Und, meine Freunde, jetzt komme ich darauf hinaus, was ich eigentlich erläutern wollte. Und da gibt es eine neue Technik, die nennt sich 5-Mann-Fusion oder 5-Way-Fusion auf Englisch. Ich spiele es ja auf Englisch. Und hier habe ich euch auch einen kleinen Ausschnitt davon. Hier können wir sehen, dass oben rechts fünf Charaktere an der Zahl, sich fusionieren, in der Mitte mit dem Finger berühren und dadurch entsteht die Fusion. Und der Krieger wird wahrscheinlich immer gleich sein, das weiß ich nicht genau. Also ich habe zwar auch 5 Charaktere, die kann man zwar auswechseln, aber am Ende sieht er immer gleich aus. Und das ist nämlich dieser Herr. So sieht er aus, wenn sich alle 5 fusionieren. Und somit ist wieder mal bestätigt, dass eine Tanzfusion mit mehreren Leuten möglich ist und ein ultimativer Krieger entstehen kann. Zwar ist er denn nicht so, wie wenn zwei fusionieren können, wie zum Beispiel Vegeta und Goku, wäre ja denn Gogeta. Hier wird er wahrscheinlich anders heißen, weil 5 Leute fusioniert ist. Der Name wäre eigentlich, wenn man mal überlegt, sehr lustig wahrscheinlich. Denn wahrscheinlich ist ja so, die Gerüchteküche brodet ja momentan mit Gogeta, ob er nun erscheinen wird, ob er nicht erscheinen wird. Wir wissen ja auch, dass es einen 4D-Film gerade in Japan gibt, wo auch Gogeta Blue gezeigt wird. Ob es wirklich Gogeta Blue ist, weiß ich nicht genau. Ich habe den Film noch nicht gesehen. Es sieht danach aus, aber es soll wohl sein, dass es nicht Gogeta ist, sondern ein anderer fusionierter Krieger. Aber da in Deutschland dieser Film leider nicht rauskommt, werden wir wahrscheinlich nie wissen, außer wir kriegen einen japanischen Filmausschnitt zu sehen. Mal sehen, was sich da noch entwickelt. Des Zweiten habe ich noch, dass wahrscheinlich Gogeta kommen wird, also in Anführungszeichen. Nimmt mich jetzt nicht bei Wort und ich habe gesagt oder behaupte oder bestätige, dass Gogeta kommt. Da habe ich nicht gesagt, es könnte möglich sein. Den zweiten Indiz haben wir jetzt in dem Spiel Dragon Ball Dokkan Battle. Vielleicht kennt ihr jemand, ist für ein Handy erschienenes Spiel, ist momentan sehr krass angesagtes Spiel. War auch letztens erst ein Turnier im Gange. Und in Japan ist eine Zeitschrift erschienen, wo Dokkan Battle angezeigt wird. Und wir können sehen, wie ihr hier auch sehen könnt, den LR Gogeta Blue. Das ist schon wieder ein Indiz. Der ist zwar jetzt nur in der japanischen Version vertreten oder wird in der japanischen Version erscheinen. Ob er in der Europa-Version kommt, werden wir sehen. Wird wohl noch ein bisschen dauern. Aber wir haben schon mal einen zweiten Indiz, dass wahrscheinlich Gogeta irgendwie im Super auftauchen wird. Ich meine, umsonst würden sie doch nicht im Spiel, was
eng. Ja, also ich sage nicht, dass es irgendein erfundenes Spiel ist oder Fan-Match-Spiel oder sowas. Das ist ein Spiel von Bandai extra gemacht, ne? Das ist extra entwickelt worden und alles. Und die hauen erstmal einen legendären Raid raus, und zwar Gogeta Blue. Und ich denke mal, nicht umsonst. Ich denke mal, da hat es noch irgendwas zu tun damit. Und daher kann man herausahnen, dass vielleicht ein Gogeta Blue kommt in Super. Wir wissen es aber noch nicht hundertprozentig, aber die Indizien sind sehr weit und sehr groß. Und ich wollte euch einfach damit mal aufrütteln. Glaubt nicht immer alles, was irgendwelche Theoretiker, die mehr Abos haben, sagen. Wie ihr wisst, ich habe euch den Beweis geliefert. Es geht mehr als nur zwei Leute in der Tanzfusion. Von daher ist diese Aussage schon mal falsch. Das andere mag von ihm alles richtig sein, ist okay. Ist ja auch so in den Spoilern, da kann er ja nicht viel falsch sagen. Aber so viel Hintergrundinformation hat er nicht. Er kennt sich wahrscheinlich auch nicht viel aus mit Interviews und so. Von daher, hier seid ihr echt auf dem Laufenden. Ja, falls euch das Video natürlich gefallen hat, hinterlasst ein Like. Schreibt in die Kommentare, wie ihr dazu steht. Denkt ihr, Gogeta wird auftauchen anhand der Indizien? Oder welches Spiel davon spielt ihr momentan? Welches Spiel ist gerade angesagt? Ja, das müsst ihr oder könnt ihr in die Kommentare schreiben. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns im nächsten Spoiler oder irgendeinem anderen Video. Ich bin erstmal raus und ciao.